Hallo liebe Musiktheater-Hasis, ich habe euch heute einen ganz besonderen Leckerbissen mitgebracht, nämlich das beste Stück der Welt. Es beschäftigt sich mit den Grundfragen menschlicher Existenz und mit den Grundlagen des Daseins und wurde geschrieben von Tom Lehrer in den 60er Jahren. Beziehungsweise wurde der Text von Tom Lehrer geschrieben, die Musik ist noch ein bisschen älter, die geht zurück auf die Operette The Pirates of Penzance von Gilbert und Sullivan aus dem 19. Jahrhundert. Beides, der Text und die Musik, sind ganz fantastisch. Das hat allerdings für ein deutsches Publikum zwei kleine Probleme. Das erste ist, das geht oft recht schnell und das ist für einen Nicht-Muttersprachler dann manchmal schwierig, den Subtilitäten der Handlung und den Verstrickungen da genauer zu folgen. Und das zweite Problem ist, wie schon gesagt, der Text stammt aus den 60er Jahren und diejenigen von uns, die sich da noch dran erinnern, wissen natürlich, in den 60er Jahren hatte man bestimmte Stoffe noch nicht verstanden. Da gab es noch Lücken in unserem Wissen und in unserem Weltbild. Ich habe mir deswegen erlaubt, den Text ins Deutsche zu übertragen und an den Stellen, an denen mir das nötig erschienen ist, auch behutsam zu ergänzen, sodass der aus heutiger Sicht korrekt ist. Und damit ohne weitere Vorrede steigen wir direkt ein. Gibt Antimonastatas, Enactinium, Aluminium und Sauerkohlenwasser, Stickstoff, Lithium, Gadolinium. Gibt Wolfram, Zinn, Zirconium und Osmium und Rhenium, Uran, Selen und Eisen, Americium und Ruthenium. Gibt Lanthan, Livermorium, Laurentium, Vanadium, Flonatrium, Neptunium, Röntgenium und Radium. Gibt Indium, Kopernicium, Europium und Thallium. Und Curium und Dubnium und Hassium und Gallium. Gibt Yttrium, Ytterbium und Rhodium, Rubidium, Darmstadtium, Siborgium und Silber und Iridium und Strontium und Silizium und Schwefel und Samarium, Beryllium, Kobalt, Nickel, Mangan, Bismut, Niob und Barium. Gibt Holmium und Helium und Hafnium und Erbium und Phosphor, Fermium, Francium, Fluorovium und Terbium. Gibt Molybden, Organis und Magnerium, Magnesium, Dysprosium und Scandium, Rutherfordium und Cäsium. Gibt Neodym, Praseodym, Promethium, Plutonium, plus Platin, Protactinium, Palladium, Polonium, Titan und Tellur, Tantal, Tennis, Thulium, Technetium. Und Kupfer, Calcium, Kalium und Cadmium und Lutetium. Germanium, Nihonium, Kalifornium, Berkelium, Moskovium, Mendelevium, Einsteinium, Nobelium und Argon, Krypton, Neon, Radon, Xenon, Zink und Thorium und Borzer, Gold, Bromium, Plektrum, Quecksilber und Borium. Das sind die Elemente, die uns bis heute bekannt sind. Ob die nächsten 118 wohl genauso interessant sind.